So, jetzt können wir ja eben auch noch mal ein kleines PPM-Meter-Test machen. Ja, wo ist denn mein PPM-Meter? Das ist hier. So, jetzt nehmen wir einmal rüber in. So, ich hatte hier irgendwo ein Glas. Wo habe ich das Glas da hingepackt? Da ist das Glas. So. Das nehmen wir erstmal das aus dem Aktivkohle-Ding, also auf diesem Mia-Ding da. Ne, den habe ich jetzt, glaube ich, das zweite Mal benutzt. Das habe ich mir auch irgendwo notiert. Dann nehmen wir jetzt mal ein bisschen Wasser. Ja, hier, guck mal, jetzt habe ich schon einmal wieder einmal Kontakt. Bakterien, Hilfe, ich muss das ganze Wasser wegkippen. So. Also das ist jetzt gefiltert mit Aktivkohle, die auch noch funktioniert. Weil einmal habe ich jetzt 150, ich lasse es jetzt vielleicht, der hat jetzt vielleicht 150 bis 200 Liter Wasser ist da durchgelaufen. Ich sagte ja, er fängt irgendwann an, verändert sich der PPM-Wert. Hier ist noch diese kleine Keimfilter, diese Hohlfaser-Dinger so. Das Ding auf. So. Das Ding muss man noch machen. So. Jetzt haben wir noch ein anderes Ding. 0,0. Hinein damit. Ne, 0,5, das hat er eben noch nicht gemacht. Der pfeift jetzt gerade, der Filter ist jetzt gerade durch, sagen wir mal so. Ne, der Filter ist jetzt gerade durch. Ich werde aber jetzt noch mal eine Sicherheitsleistung, eine Sicherheitsgeschichte machen, weil ich da eben warmes Wasser drin hatte. Das habe ich auch schon gemessen. Mein kaltes Wasser hat 120 ppm und das warme Wasser hat 250 ppm. Deswegen sagt man ja auch nicht. Deswegen sagt man ja, man soll ja, wenn man Nudelwasser kocht oder so, soll man nicht zum Kochen nicht das heiße Wasser nehmen. Auch wegen der Heizungsanlage und der Verunreinigung in der Heizungsanlage. Also wahrscheinlich auch unbedenklich, aber aus hygienischen Gründen macht man das nicht. So, was haben wir hier? 0,0,0. Das ist schon mal gut. Also der ist noch gut. So, ich nehme noch einmal einen Schuss aus dieses ungefilterte. Also das reine Osmosewasser. Kommt ein Schuss hier rein. So. Wenn ich kurz reingehe, geht der erst auf 5. 0,0,0. Jetzt gehen wir eben noch mal rüber zu meinen Wasser, kaltes Wasser. Bremer Wasser 150, kommt warmes Wasser, Warmwasserleitung, Brauchwasser, Trinkwasser, heißes, 250, so, das nehme ich gleich wieder mit, sonst vergesse ich das nämlich, dann suche ich nachher meine Kaffeetasse. Ich habe zwar schon die Vakuumdinger gehabt, die sehr gut sind, also die Vakuumdinger, die sehr gut sind, die sind aber kaputt gegangen. Jetzt habe ich wieder die von Ikea für 25 Cent. Und jetzt machen wir nochmal unsere kleine Produktion von Desinfektionsmittel. Das ist mein anderen Video hier. Mal eben, muss ich mich immer auf die Spiegelung aufpassen. So, das habe ich jetzt da in der Ecke, steht das hier. Da ist so eine kleine Pappe drauf. Da ist meine kleine. Ja, was hat das? Wenn ich da jetzt ranhalten, der kann 40 Grad. Das, der Deckel ist sehr schön durchgewärmt. Da unten diese Suppe läuft schon. Und hier ist schon das Chlordioxid, das ich morgen in 24 Stunden also wieder in den Kühlschrank stelle und nochmal runter kühlen muss, weil bei 11 Grad das im Wasser gebunden ist.
Ja, das kann man, sagt man, laut Forums kann man das auch noch irgendwas verwenden, um einen Putzlappen zu desinfizieren. So, das mache ich da gleich wieder vor. Ne, das ist hier so eine kleine Isolierung oben drauf, aber das machen wir gleich. Ja, das steht jetzt erst ein paar Stunden. Gucken wir mal, da habe ich das angesetzt um 12. Jetzt haben wir es, wie spät haben wir es denn jetzt? 2. Ja, also wenn ich jetzt ganz nötig was bräuchte, natürlich Dosierung unbekannt. Wenn ich jetzt nötig was bräuchte, dann könnte ich das schon verwenden. Das wäre dann schon so eine halbe Dröhnung, wäre das. Das wäre wahrscheinlich Minimum, wenn ich sage, gemacht wird es bei 0,3. 0,3%, wenn ich das jetzt zweimal 2 Tage laufen lasse, also 2 Tage laufen lasse, und wenn das jetzt 2 Stunden läuft, weiß ich nicht. Auf jeden Fall pur trinken kannst du es auf keinen Fall, da verätzt du dich. Aber du könntest das quasi feststellen, wenn du ein Messgerät hättest. Wenn du mal ganz schnell was brauchst, dann gibt es hier sowas hier, Chlordioxid-Teststreifen. Aber da ich farbenblind bin, haut das nicht so richtig hin. Aber ich brauche es ja jetzt nicht sofort. So, läuft hier, läuft, läuft und tschüss.